So, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen einen harten Themenschnitt. Der Bundestag hat noch weitere Themen an diesem Sitzungstag, an diesem Mittwoch auf seiner Tagesordnung stehen. Es geht jetzt um ein Zukunftszentrum, das die Bundesregierung errichten möchte. Die Idee geht auf die Empfehlung der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit zurück, die in der letzten Legislatur getagt hat. Und mit dieser neuen Institution will die Bundesregierung vor allem die Erfahrung der Ostdeutschen mit Wandel und Umbrüchen würdigen. Wir hören in die Debatte rein und Weiteres hören wir dann bei den nächsten Rednern. Erster jetzt am Rednerpult ist Bernhard Herrmann für Bündnis 90 Die Grünen. Drei Jahrzehnte zuvor mutige Frauen und Männer in der DDR friedlich gegen die SED-Diktatur aufgelehnt haben. Wir haben uns getraut und haben Widerstand in einer Diktatur geleistet. Unser Wunsch nach Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung war ungebrochen. Als wir im Jahr 2020 unser Jubiläum feierten, blendeten wir viel aus. Zum Beispiel den bereits seit Jahren andauernden Krieg in der Ostukraine. Wir ahnten nicht, welche Konsequenzen das haben würde, auch für uns. Während sich viele Menschen im westlichen Teil unseres Landes infolge der Wiedervereinigung kaum etwas verändern mussten, außer überspitzt gesagt, ein paar Zahlen auf dem Lohnzettel durch den Soli, den ja alle zahlten, wurden im anderen Teil unseres Landes ganze Leben auf den Kopf gestellt. Während die einen wie gewohnt in ihren Sommerurlaub fuhren, wurden die anderen über Nacht arbeitslos. Während die einen in ihrem gewohnten Umfeld wohnen blieben, als wäre nichts gewesen, mussten die anderen ihre Familien verlassen und Arbeit in anderen Teilen der Republik suchen. Von einem Tag auf den anderen mussten Ostdeutsche sich aber in einem völlig fremden System zurechtfinden. Sicherlich all das geschah aufgrund des Wunsches nach Freiheit und Selbstbestimmung, doch solche Umbrüche gehen auch an einem nach Freiheit strebenden Menschen nicht spurlos vorbei. Mit diesen Schilderungen geht es mir nicht, ausdrücklich nicht darum, Wunden und Gräben zwischen Ost und West aufzureißen, sondern gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Auch wenn die Transformation seit der Wiedervereinigung eine gesamtdeutsche Aufgabe ist, die starken politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einschnitte trugen die Menschen in Ostdeutschland. Den Westdeutschen blieben sie überwiegend unbekannt. Und wenn wir also von Transformation sprechen, sollten wir immer beachten, dass dahinter ganz konkrete Biografien, ganz reale Menschen mit beachtlichen Lebensleistungen stehen. Das Zukunftszentrum kann mit einer wissenschaftlichen und kulturellen Aufarbeitung im Dialog dies aufzeigen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Während wir in den vergangenen Jahrzehnten den Blick stark nach innen richteten und eine eher innerdeutsche Betrachtung des Transformationsprozesses einnahmen, klammerten viele die historische europäische Perspektive aus. Dabei gab es bereits in den 70er und 80er Jahren in Polen, in Ungarn, der CSSR und auch der DDR zivilgesellschaftliche Bestrebungen nach demokratischer Selbstbestimmung und der Wahrung der Menschenrechte. Doch nicht nur das wissen hierzulande viele nicht. Möglicherweise waren fehlendes Wissen oder die fehlende Sensibilität die Gründe auch dafür, dass die Maidan-Proteste in der Ukraine Ende 2013, Anfang 2014 bei vielen schnell in Vergessenheit gerieten. Unsere Erinnerungskultur bot für die demokratischen Bestrebungen in Ost- und Mitteleuropa weder vor dem Zerfall der Sowjetunion noch danach jenseits von Sonntagsreden viel Platz. Und das trotz durchaus ähnlicher Erfahrungen, zumindest der Ostdeutschen. Die Frage nach dem Warum müssen wir uns alle stellen. Und so mahnen uns die Ereignisse in der Ukraine und der seit dem 24. Februar andauernde Angriffskrieg Russlands, den Blick nicht nur auf uns selbst zu richten. Vielmehr sollten wir den Betrachtungsradius auf die Transformation in Europa erweitern. So kann ich persönlich den UnterzeichnerInnen des offenen Briefes mit über 95 WissenschaftlerInnen an der Stelle gut verstehen. Denn um die Transformation der 90er Jahre zu verstehen und einzuordnen, muss deren Vorgeschichte seit den 1970er Jahren ebenso einbezogen werden wie ihr gesamteuropäischer Rahmen. Das Zukunftszentrum sollte als Brückenbauer zwischen Ost- und Westeuropa fungieren
um die Geschichte der postkommunistischen Regionen nicht nur in Deutschland, sondern in Westeuropa bekannter zu machen und den Einsatz der Zivilgesellschaft für Demokratie in diesen Ländern zu würdigen. Denn eine nationale Betrachtung der Geschichte greift zu kurz. Und nur wenn wir gegenseitiges Verständnis auch an dieser Stelle aufbringen, kann Europa zusammenwachsen. Nach mehr als drei Jahrzehnten im Vereinigten Deutschland ist es wichtig, dass unser Land weiterhin mit unseren Nachbarn eng zusammenarbeitet, wir gemeinsam die Demokratie in Deutschland und auch in ganz Europa stärken. Nun geht es darum, den Standort in den Ländern Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder Thüringen in einem Standortwettbewerb auszuloten und die Gestaltung des Zentrums zügig und transparent mit einem gesamteuropäischen Blick auf die Geschichte Deutschlands und Ost- und Mitteleuropas voranzubringen. Eine breite gesellschaftliche Debatte zur Stärkung des Profils des Zukunftszentrums wäre sehr wünschenswert. Ich bin davon überzeugt, dass das Zukunftszentrum als Begegnungsort einen wichtigen Beitrag zum Diskurs zwischen Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft leisten wird und so für die Folgen der Transformationserfahrungen Deutschlands und seiner Nachbarn gegenseitiges Verständnis schaffen und den europäischen Zusammenhalt fördern wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Bernhard Herrmann für die Grünen hat hier die Debatte eröffnet. Also ein Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Das haben die Ampelparteien bereits in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen. Die Initiative von dieser Kommission, die in der letzten Legislatur gearbeitet hat. Jetzt geht es auch noch darum, wo soll das Zukunftszentrum stehen. Yvonne Magwas jetzt für die Unionsfraktion. 1989 feierte die Kreisregierung der DDR in Ostberlin pompös den 40. Jahrestag der Staatsgründung. An diesem Tag gingen in Plauen, in meiner Heimat, rund 15.000 mutige Menschen auf die Straße und sie protestierten gemeinsam gegen die Zustände im Land. Jörg Schneider, ein ehemaliger Wehrpflichtiger bei den Grenztruppen, hatte zuvor heimlich Flugblätter verteilt und zu dieser Demonstration aufgerufen. Wie von Geisterhand setzte sich damals ohne erkennbare Führung der Demonstrationszug in Bewegung. Erste Sprechchöre wurden laut. Die ersten Transparente für Reformen, Reisefreiheit und Frieden erschienen. Die Staatsmacht setzte Wasserwerfer ein. Doch es gelang nicht, die Menge aufzulösen. Das war der Beginn der Großdemonstration in der DDR. Der Wille zur Veränderung und das Verlangen nach Freiheit waren stärker als die Angst vor dem Sicherheitsapparat, vor Maschinenpistolen und Wasserwerfern. In Plauen nahm die unmittelbare friedliche Revolution ihren Anfang. Ohne diese friedliche Revolution hätte es die deutsche Einheit nicht gegeben. Die Wiedervereinigung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das große deutsche Glücksereignis unserer jüngeren Geschichte. Aus Wir sind das Volk wurde auch damals schnell Wir sind ein Volk. Und es folgten beispielslose Transformationsentwicklungen in den neuen Bundesländern, ebenso wie in allen Ländern Mittel- und Osteuropas. Schmerzhaft waren sie gleichwohl. Sie haben Narben hinterlassen. Aber wenn man heute durch unsere Städte und Gemeinden geht, sieht man auch, was alles entstanden und gelungen ist. Und auch die europäische Einheit, meine Damen und Herren, ist damit fest verbunden. Ein weiterer großer Glücksfall, auch und gerade für uns Deutsche. Meine Fraktion unterstützt die gute Idee eines Zentrums für europäische Transformation und deutsche Einheit. Diese wurde von der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution der letzten Bundesregierung erarbeitet. Wir danken allen Mitgliedern für die Arbeit und wir begrüßen auch das erarbeitete Konzept, welches auf drei Säulen fußt: Wissenschaft, Kultur sowie Dialog und Begegnung. Die staatlichen, wirtschaftlichen und die gesellschaftlichen Veränderungen seit 1989 und 1990 und ihre Auswirkungen auf die Menschen sind bisher sehr wenig systematisch erforscht. Und aus diesen Erfahrungen und mit dem europäischen Blick können wir für die kommenden Transformationen auch wertvolle Schlüsse ziehen.
Wir sollten auch heute schon definieren, wie wir diese wissenschaftlichen Erkenntnisse für nachfolgende Generationen nutzbar machen. Wie finden Sie Ihren Weg in die Schulbücher zum Beispiel? Für ebenso wichtig halte ich das geplante Vorhaben, neue Formate des Gesprächs zwischen Bürgerschaft, Fachleuten und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu finden. Wir müssen reden, trifft es ziemlich gut. Es besteht innerdeutscher und grenzüberschreitender Gesprächsbedarf. Immer noch und immer wieder. Und dem sollten wir Raum geben. Jetzt gibt es eine Vielzahl von guten Ideen, Bewerbungen und vor allem gibt es eine breite Debatte. Die sehen wir aber noch am Beginn. Wir plädieren also dafür, jetzt auch nicht zu überstürzen, uns eher ein paar Monate mehr Zeit zu nehmen und die Fenster und Türen der Diskussion weit offen zu halten. Natürlich dann mit einem Ergebnis zum Standort und vor allem aber zum Konzept. Der Deutsche Bundestag, wir als Abgeordnete, sollten dabei ein sehr zentraler Akteur sein. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns unbedingt mit einem Impuls aus der Zivilgesellschaft, getragen unter anderem auch von 5 ehemaligen Kommissionsmitgliedern, befassen. Sie fordern, ich zitiere, eine Weiterentwicklung zu einem europäischen Freiheits- und Zukunftszentrum, das die politischen und kulturellen Bedürfnisse, Bündnisse zwischen der deutschen Zivilgesellschaft und den europäischen Nachbarn stärkt, um gemeinsam Freiheit und Demokratie gegen autoritäre Herrschaft zu verteidigen. Im Angesicht der aggressiv-imperialistischen Politik des autokratischen Putin-Russlands spricht da vieles dafür, dies einzubinden. Und wir haben auch schon Vorbilder. Und es gibt auch schon Vorbilder in den Euroregionen, beispielsweise in der Euregio Egrensis. Da haben Bayern, Sachsen und Thüringen und Tschechien gemeinsam schon viel Erfahrung mit großen wie kleinen grenzüberschreitenden Projekten. Und an dieser Nahtstelle zwischen Mittelosteuropa, Ost- und Westdeutschland werden Transformationsprozesse gemeinsam erlebt und bewältigt. Und diese gilt es wissenschaftlich mehr zu nutzen. Zum Schluss, lieber Herr Präsident, auch die weiteren guten Empfehlungen der Regierungskommission sollten umgesetzt werden. Beispielsweise das angedachte Ostdeutsche Begabtenförderungswerk. Nun, liebe Bundesregierung, lieber Carsten Schneider, seid ihr gefragt und gefordert. Vielen Dank. Sagt Yvonne Macquas hier für die Unionsfraktion. Ja, das Zukunftszentrum soll in Ostdeutschland stehen. Es soll noch eine Standortentscheidung geben. Und beispielsweise aus Sachsen, aus dem Bundesland, aus dem Yvonne Macquas kommt, hat sich Plauen zusammen mit Leipzig beworben. Jetzt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. Staatsminister im Kanzleramt hat vor 14 Tagen die Eckpunkte vorgelegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, den Bildschirm, liebe Kollegin Macquas, vielen Dank für Ihre Rede. Auch die Kolleginnen und Kollegen, die noch folgen und bereits gesprochen haben, auch für die Unterstützung für dieses Zentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Es ist, wie bereits ausgeführt wurde, ein Auftrag aus der Regierungs- und Einheitskommission 30 Jahre deutsche Einheit, die wir vor 2 Jahren hatten, die leider insbesondere was die Begegnung betrifft zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd, aber auch Groß- und Kleinstädten oder auch Leuten, die vor 1990 geboren wurden und Leuten, die nach 1990 geboren wurden. Diese Begegnungen haben maximal an der Bildschirmkachel stattfinden können. Das ist bedauerlich, weil es Zeit gewesen wäre, auch nach diesen aufregenden, spannenden, umwälzenden 30 Jahren mal kurz innezuhalten und sich zu fragen, was es mit unserer Gesellschaft gemacht hat und ob wir eng beieinander sind oder ob wir uns vielleicht mental auseinander bewegen oder bewegt haben oder ob wir zwischen Stadt und Land die Unterschiede eigentlich viel größer sind, als sie zwischen Ost und West sind. Also spannende Fragen, die in diesem Zukunftszentrum besprochen werden sollen, wie auch die Frage der Transformation. Das klingt ja so technisch, ne? Also die komplette Umwälzung einer Gesellschaft von der totalen Sicherheit im Sinne von dein Arbeitsplatz ist sicher, dein Leben wird gesteuert zu, du kannst alles selbst in die Hand nehmen und bist frei.
Diese Freiheit von oder Freiheit für ist für viele in Erfüllung gegangen. Für mich, der ich zur Wende 14 war, kann ich das sagen. Für meine Familie auch. Ich kenne aber auch andere, bei denen das nicht der Fall war. Und was wir mit diesem Zentrum machen wollen, ist vor allem wieder Interesse füreinander auch zu wecken. Also für die unterschiedlichen Begegnungen zwischen Ost und West. Und ich kann nur sagen, dass ich in meiner Zeit in Erfurt, wir hatten den ersten Austausch mit einem katholischen Mädchengymnasium in Limburg. Ich erinnere mich da noch sehr gespannt daran, als wir dann da als 14-jährige Plattenbaukinder da aufschlugen. Das war ein Kulturschock, der da stattgefunden hat, aber es war ein spannender und interessanter. So viel kann ich verraten und meine Kollegen, meine Freunde von damals wissen auch genau, was ich meine. Dies hat allerdings weniger in den letzten Jahren stattgefunden, um ehrlich zu sein. Und ich finde, dass dies nicht nur notwendig ist, sondern dass es eine Gesellschaft auch ausmacht, zu reflektieren und eben auch neugierig zu bleiben. Wir starten diesen Standortwettbewerb, so wie Sie ihn uns beauftragt haben. Vielen Dank für diese Unterstützung. Wir starten ihn ergebnisoffen und auch ortschaftsoffen, um das ganz klar zu sagen. Die Kriterien, die wir anlegen, sind die, die die Einheitskommission und auch die letzte Bundesregierung in ihrem Beschluss im Juni gefasst hat und die Sie auch in Ihrem Antrag des Bundestages wiederfinden. Und ich möchte Sie auch herzlich einladen, dass auch wir diese Entscheidung in einer durch auch eine Konsultation mit den Fraktionen in einer Jury treffen, in der ich zum Beispiel, das will ich auch klar sagen, gar kein Stimmrecht haben möchte, weil ich nicht möchte, dass das so aussieht, als sei das so vorgegeben. Sondern es ist offen und ich bin wirklich sehr begeistert, wie viele Städte in Ostdeutschland, ich hatte die Gelegenheit in Plauen, bei Frau Kollegin Magwas mir das anzugucken, aber auch Jena, ich weiß, ich habe eine Einladung von Frankfurt, oder ich komme denen nach, wie dann auch die Kommission, dass aber das Interesse da ist, dass es diesen bundespolitischen Leuchtturm geben soll. Zweiten Punkt, den ich hier aber noch ansprechen will, ist nicht nur, dass wir eine Nagelschau Ost und West machen, sondern dass wir den europäischen Blick mit in den, also den Blick in den Blick nehmen, ist ein super deutscher Ausdruck, den ich ja gerade kreiert habe. Nein, also dass wir den europäischen Blick weiten. Und deswegen habe ich meine erste Reise in meiner Funktion als Dienstreise ins Ausland auch nach Prag gemacht, ganz bewusst. Und ich kann Ihnen sagen, dass die tschechische Regierung auch klar gesagt hat, sie wollen sich an diesem Projekt mit beteiligen, sich mit einbringen. Und ich werde im Juni mit Ihrer Unterstützung auch nach Polen reisen, um auch dort dafür zu werben, dass wir die mittel- und osteuropäischen Länder als Bestandteil der neuen Europäischen Union, aber eben auch als früherer Bestandteil der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, wofür wir Ostdeutsche sehr froh und dankbar sind, dass es insbesondere in Polen mit der Solidarność-Bewegung, auch in Ungarn, aber auch in Prag mit der Botschaft, dass es dort die Bewegung hin zur Freiheit gab, die uns die Möglichkeit gegeben hat, die Mauer auch einzustürzen. Und zu oft habe ich, das will ich selbstkritisch sagen, den Blick nach Westen gerichtet. Das meint gar nicht Koblenz, sondern Paris, London, Washington als politische Aktion und zu wenig und zu selten nach Vilnius, Bukarest oder Prag. Und ich finde, dass uns das gut ansteht als Bundesrepublik Deutschland und ich lade Sie herzlich dazu ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Carsten Schneider war das, der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Er hat Eckpunkte vorgelegt für die Errichtung eines Zukunftszentrums für die deutsche Einheit und europäische Transformation. Und parallel dazu gibt es von den Koalitionsfraktionen einen entsprechenden Antrag. Das ist beides die Grundlage der heutigen Debatte. Herr Präsident, meine Damen und Herren, um es vorwegzunehmen, unser Problem mit dem Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit ist nicht, dass die Lebensleistung der Ostdeutschen gewürdigt und wissenschaftlich erforscht werden soll, dass Ausstellungen und Bürgerdialoge dazu stattfinden. Wir sind die Letzten, die das nicht unterstützen würden. Unser Problem ist, dass dieser Aspekt immer weiter in den Hintergrund tritt zugunsten der sogenannten europäischen Transformation. Auf den letzten Metern haben Sie auch den Titel geändert. Die deutsche Einheit steht jetzt nur noch an zweiter Stelle und das lässt tief blicken. Sie versuchen hier das historische Narrativ zu etablieren. Die friedliche Revolution und die deutsche Einheit seien quasi nichts anderes gewesen als eine Art Durchgangsstadium zu einem bunten und vielfältigen EU-Europa. Aber die Bürger der ehemaligen DDR, meine Damen und Herren, sind 89 auf die Straße gegangen, unter Einsatz ihres Lebens für ihre Freiheit in einem geeinten und souveränen Deutschland und nicht dafür, dass unsere Souveränität an einen europäischen Superstaat mit Sitz in Brüssel verscherbelt wird.
Ihr Antrag spricht ja nur sehr abstrakt und verwaschen von Transformation. Der Klartext findet sich in den Vorschlägen der sogenannten Konferenz zur Zukunft Europas, die das EU-Parlament in seiner letzten Sitzungswoche quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit verabschiedet hat. Was kommt da alles auf uns zu? Eine gemeinsame europäische Armee, vereinheitlichte Steuerpolitik, verschärfte Sanktionsmöglichkeiten gegen einzelne Mitgliedstaaten, Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips sowie gesamteuropäische Volksabstimmungen. Mit anderen Worten, die Südstaaten, Südländer werden demnächst mit ihrer Mehrheit über die Zahlungsverpflichtungen Deutschlands entscheiden. Und ganz wichtig, Ihr Lieblingsprojekt, Umsetzung einer gemeinsamen und kollektiven Migrationspolitik inklusive Aufklärung von Kindern ab Beginn der Grundschule über Migration und Integration. Meine Damen und Herren, ein amerikanischer Bundesstaat wird mehr nationale Souveränität besitzen als Deutschland nach diesen Reformen. Wir werden zu einer tributpflichtigen Provinz Brüssels herabgestuft, und Sie alle, die demokratisch sich demokratisch nennenden Parteien, haben dem in Straßburg zugestimmt. Das ist das Gegenteil von demokratisch, denn ohne das deutsche Staatsvolk als souverän hört die Demokratie in Deutschland zu existieren auf. Das sollten Sie dem Volk zumindest auch offen sagen. Und vor diesem Hintergrund weist all die plakative Bürgerbeteiligung in der Zukunftskonferenz wie jetzt auch in dem Zukunftszentrum doch einen deutlichen Alibi-Charakter auf. Man kann sich des Eindrucks einer Demokratie-Simulation nicht erwehren, zumal Sie ja vor allem die sogenannte Zivilgesellschaft einbeziehen wollen, also regierungskonforme NGOs, die Sie selbst mit Steuermitteln zuvor sich herangezogen haben. Und wenn wir dann noch lesen, im Abschlussbericht der Kommission 30 Jahre Deutsche Einheit, es gäbe, ich zitiere, noch immer ein signifikant höheres Niveau an Rassismus, Fremden- und Ausländerfeindlichkeit in Ostdeutschland. Daher solle sich das zu gründende Zukunftszentrum der Frage nach den Bedingungen weltoffener und damit zukunftsfähiger Verhältnisse in Ostdeutschland mit besonderer Vordringlichkeit widmen, in großen Lettern geschrieben, dann wird doch die arrogante Attitüde offenbar, die Sie den Ostdeutschen in Wahrheit immer noch entgegenbringen. Nehmen Sie endlich zur Kenntnis, dass man in Dresden oder Rostock keine Verhältnisse wie in Frankfurt Bahnhofsviertel oder in Duisburg Marxloh haben will. Das ist absolut legitim und es ist infam, das als Rassismus zu diffamieren, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Wir stimmen dennoch nicht gegen ein Zukunftszentrum für deutsche Einheit, sondern wir werden uns enthalten, vor allem wegen der positiven Potenziale. Wenn Sie es ernst machen, wirklich mit der ostmitteleuropäischen Vernetzung und wirklich Vertreter der Mehrheitsmeinung aus Polen etwa oder aus Ungarn zu Wort kommen lassen, dann könnte sogar manche Verirrung in Sachen Migration oder europäische Zentralisierung hierzulande heilsam korrigiert werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Jung. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Thomas Sacker, FDP-Fraktion. Thomas Sacker für die Liberalen. Er sitzt im Ausschuss für Kultur und Medien. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zurück zum Thema. Die Bilder prägten sich ein. Am 27. Juni 1989 durchschnitten der Außenminister Ungarns Güler Horn und sein österreichischer Kollege Alois Mock bei Schopron den Grenzzaun zwischen beiden Ländern. Der erste Zaun zwischen Ost und West öffnete sich. Die Grenzen im Herzen Europas folgten, die Mauer wurde eingedrückt, der eiserne Vorhang war Vergangenheit. Das waren die sichtbaren Zeichen einer Bewegung der Menschen ihres Kampfes für Freiheit und Demokratie. Die friedliche Revolution erfasste die DDR, die Samtne, die Tschechoslowakei und die Singende, das Baltikum. Die in Polen losgetretenen Wellen setzten sich fort und erfassten die Menschen in der Sowjetunion, in den Ländern des Warschauer Pakts, bis weiter an die bulgarische Schwarzmeerküste mit einer unvergleichlichen Dynamik. Die Freiheit hatte gesiegt. Aus sozialistisch geprägten Gesellschaften entstanden marktwirtschaftlich orientierte Demokratien. Aus den gelebten Utopien des real existierenden Sozialismus wurden mit einem Schlag Transformationsgesellschaften, in denen die Menschen ihren Platz neu finden mussten. Der Systemwechsel traf die Menschen unvorbereitet und mit allen Konsequenzen für ihr Leben, ihr berufliches und vor allem ihr privates Leben. Ja, es gab gesellschaftliche Brüche, die bis heute nicht geheilt sind, und große Enttäuschungen, die bis heute nicht überwunden sind.
Das lässt sich nicht beschönigen und auch nicht leugnen. Und doch, ostdeutsche Städte und Gemeinden haben sich zu Boomregionen mit hoher Wirtschaftsdynamik, hervorragender Lebensqualität, einer exzellenten Hochschullandschaft und großer Innovationskraft entwickelt. Zukunftsweisende Unternehmen schaffen neue Arbeitsplätze, gerade auch in letzter Zeit. Heute ist der Lebensstandard der Menschen in Ostdeutschland deutlich gewachsen. Natürlich gibt es weiter Aufholbedarf. So unvorbereitet der Systemwechsel kam, die danach gemachten Erfahrungen bei uns und unseren Nachbarn scheinen auch vieles gemeinsam zu haben. Von diesen Erfahrungen lernen ist der Weg, den wir mit dem Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit beschreiten wollen. Mit diesem Zukunftszentrum bekommen wir eine Einrichtung, einen Think Tank von gesamteuropäischer Bedeutung. Eine Bedeutung, die das Europäische Zentrum der Solidarność in Danzig bereits hat. Es erinnert an die Geschichte und behauptet sich auch in Zeiten nationalkonservativen Gegenwinds, und ihren Gegenwind ertragen wir auch. Es arbeitet für unsere gemeinsame europäische Identität. Es mahnt an die Bedeutung von Frieden, Demokratie und Freiheit, und daran werden wir auch Sie immer erinnern. Heute ist das wichtiger denn je. Das Gemeinsame ist das zentrale Element, das das Zukunftszentrum künftig in den Mittelpunkt stellen soll. Wir wünschen uns, dass die Erfahrungen zu vieler Menschen, die Glücklichen und die Bitteren, die Lebensleistungen eine größere Würdigung erfahren, damit gesellschaftliche Brüche geheilt und Enttäuschungen überwunden werden. Wir wollen, dass das Zukunftszentrum ein Ort wird, der breit getragen wird und zeigt, dass die deutsche Einheit immer ein Teil einer europäischen Einigung war. Daran wollen wir arbeiten. Gemeinsam für die Menschen in Deutschland, in Europa. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Hacker. Thomas Hacker war das für die FDP. Und wir hören jetzt Gesine Lötsch für die Linke, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin eine große Freundin der Wissenschaft. Doch was untersucht werden soll in diesem Zentrum, das kann Ihnen jeder Ostdeutsche auf der Straße erzählen. Wenn Sie untersuchen wollen, warum viele Menschen in Ostdeutschland die deutsche Einheit als fremdgesteuert wahrnehmen, schauen Sie doch einfach mal, wer in den Chefetagen in Ostdeutschland und in der Bundesregierung sitzt. Da kann man die Ostdeutschen mit der Lupe suchen. Und das ist für viele Fremdbestimmung. Das ist doch wohl klar. Oder schauen Sie sich die Geschichte der Treuhand an. Das war eine Industrievernichtungsmaschine. Sie hat den maximal möglichen Schaden verursacht. Sie hat die hat Ostdeutschland deindustrialisiert und die Abwicklung von Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur haben in Ostdeutschland dauerhaften Schaden angerichtet. Und darüber müssen wir reden, meine Damen und Herren. Auf unsere Nachfrage hat die Bundesregierung berichtet, dass von 1998 bis heute 90% aller öffentlichen Bibliotheken und nahezu 2/3 der Theater in Ostdeutschland geschlossen wurden. Ebenso verhält es sich mit den Kinos, und selbst jedes zweite Orchester im Osten ist mittlerweile spurlos verschwunden. Und das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Darum muss doch die richtige Schlussfolgerung sein, wir müssen endlich wirksame Dinge für die Menschen in Ostdeutschland tun. Wir müssen verhindern, dass ein großer Teil der ostdeutschen Rentner in Altersarmut verfällt. Tun Sie etwas, damit die Menschen ihre Miete und ihre Heizkosten bezahlen können. Und wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken wollen, dann reicht ein Zukunftszentrum nicht aus, sondern wir brauchen in jeder Stadt ein Kulturhaus und einen öffentlichen Sportplatz, meine Damen und Herren. In den Kommunen fehlen über 159 Milliarden Euro an Investitionen, hat uns die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, vorgerechnet. Allein für Schulen fehlen über 45 Milliarden Euro. Also müssen wir hier mehr Geld reinstecken, denn in Schulen und Universitäten wird gelehrt und geforscht, und dort sollen Jugendliche die Demokratie jeden Tag erleben können. Meine Damen und Herren, und vor allem, das ist die feste Überzeugung der Linken, sollen die Jugendlichen lernen, dass Krieg kein Mittel der Politik mehr sein darf und dass Aufrüstung keinen Frieden sichert. Meine Damen und Herren, eine europäische Zukunft werden wir nur haben, wenn wir sie gemeinsam friedlich gestalten. Und das ist unser Grundanliegen. Vielen Dank. Gesine Lötsch für die Linke war das. Ja, das Zentrum soll zumindest nach dem Eckpunktepapier drei Aufgaben haben. Forschung zu den Umbrüchen nach der Vereinigung, Ausstellungen, die auch die Leistungen beispielsweise der Ostdeutschen würdigen, sowie ein Raum für Begegnungen und Veranstaltungen. Aber inhaltlich gefüllt werden. Noch detaillierter soll das Ganze ja auch. Es geht natürlich nicht nur um die Standortauswahl, um einen Wettbewerb
der Städte. Nächste Rednerin, Katrin Budde für die SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn Sie bei Facebook Werbung bekommen mit der Frage, sind Sie 1965 geboren oder früher, und dann das Angebot für ein super kleines, leistungsfähiges Hörgerät kommt, oder wenn Sie beim Eintragen des Geburtsjahres im Formular so lange zurückscrollen müssen, dass Sie schon denken, kommt das noch, dann wissen Sie, Sie haben schon ein ganz schönes Stück Lebenszeit hinter sich gebracht. Bei mir ist das jedenfalls so. Und ich sage für mich, es war eine gute Lebenszeit bis hierher. Eine Lebenszeit in zwei Staaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich war Teil einer friedlichen Revolution. Ich habe die SPD, eine freie demokratische Partei, in meiner Region mitgegründet und aufgebaut. Ich war Teil des Aufbaus meines Bundeslandes. Ich habe Strukturbrüche gesehen und Strukturwandel gestaltet als Landespolitikerin, als Landesministerin. Zum Teil erfolgreich, aber oft genug bin ich auch gegen Wände gerannt. Ich habe als junge Diplom-Ingenieurin erlebt, wie mir schlechter qualifizierte Erwachsenenbildner aus dem Westen etwas beibringen wollten und wie Haupttechnologen großer ostdeutscher Betriebe den Kopf eingezogen haben, weil sie nicht wussten, was sie im neuen System sagen dürfen. Ich habe miterlebt, wie meine Eltern Ende 50 aus dem Berufsleben ausscheiden mussten und ihr Leben komplett neu sortieren mussten. Und ich habe gelackte junge Typen von McKinsey und Arcadia Little erlebt, die noch nie einen Betrieb von innen gesehen hatten, die uns aber erzählen wollten, wie man die Betriebe umstrukturiert. Und ich habe auch miterlebt, wie viel Gestaltungswillen, wie viel Mut und Kraft in einer Gesellschaft steckt, trotzdem der Alltag ihrer Menschen von einem Tag auf den anderen komplett anders war. Was aber mein persönliches Leben beschreibt, ist, dass ich immer Teil derer war, die gestaltet haben. Für viele Menschen in Ostdeutschland und Osteuropa war und ist das anders. Sie waren und sind Teil eines Prozesses, aber mit weit weniger aktiven Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten. Wir wissen heute, dass die Zeit nach 1990 nur sehr wenig mit Strukturwandel, dafür aber umso mehr mit Strukturbrüchen zu tun hatte. Das war in Ostdeutschland so, aber wir wurden durch das wiedervereinte Deutschland in einem gemeinsamen System nicht nur sozial aufgefangen, sondern für uns gab es eine besondere, bessere Situation. Und trotzdem behaupte ich, dass auch heute noch in den Tiefen der weiter westlich liegenden deutschen Bundesländer sehr vielen nicht klar ist, wie groß der Bruch 1990 war, dass er gesellschaftlich viel, viel tiefer ging, als vermutet wird, und daraus auch ein Teil der deutsch-deutschen Missverständnisse resultieren. Das ist weder Jammern noch Anklagen. Wer mich kennt, weiß, dass ich weder das eine noch das andere tue. Und der Weg aus der Diktatur raus, rein in die demokratische Gesellschaft, war und ist für mich alternativlos. Aber wenn man selbst nicht Teil einer so tiefgreifenden gesellschaftlichen Transformation ist, hat man ganz andere Alltagssorgen, und die prägen dann eben auch das Verständnis. Um aber zu verstehen und zu lernen, muss Strukturwandel, Strukturbruch, Transformation mit seinen gesellschaftlichen Auswirkungen stärker noch in den Fokus rücken. Eine Säule des Zukunftszentrums soll diese gigantische Aufgabe übernehmen. Und diese Transformationsforschung muss in ständiger Auseinandersetzung mit der Gesellschaft stattfinden. An einem Ort, wo Veränderung auf Veränderung trifft und wo geballte Bevölkerungsmeinung auf Wissenschaft trifft. Meine Damen und Herren, wie viel härter muss der Prozess und war es auch in den osteuropäischen Nachbarländern gewesen sein? Die Entwicklung Ostdeutschlands muss deshalb auch immer im Kontext mit der Entwicklung in Osteuropa gesehen werden. Ivan Krastev beschreibt immer wieder sehr deutlich und sehr deutlich darüber, warum Regionen oder Nationen, die gezwungen werden oder die sich auch selber dazu entscheiden, andere gesellschaftliche Systeme anzunehmen, zu imitieren, nicht glücklich werden. Sein Zitat: Das Leben des Imitators wird zunehmend von Gefühlen der Unzulänglichkeit, Minderwertigkeit, Abhängigkeit und des Verlusts der eigenen Identität beherrscht. Es lohnt sich übrigens, diese Aufsätze in Gänze zu lesen, denn wenn er auch eigentlich über die osteuropäischen Staaten schreibt, beschreibt er ein Problem, das wir alle gemeinsam auch in Deutschland haben, in dem Prozess, den Willy Brandt beschrieben hat mit "Es wächst zusammen, was zusammen gehört", aber es wächst noch. Den Satz, wir wollen kein Imitat des Westens sein, den höre ich und viele von uns seit über zwei Jahrzehnten auch in Ostdeutschland, und das müssen wir ernst nehmen. Deshalb brauchen wir den Dialog miteinander, gesellschaftlicher Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlicher Regionen, zwischen Generationen, Debattenort und Begegnungszentrum, das soll die zweite Säule des Zukunftszentrums sein. Wir brauchen in unserer Zeit mit ihren großen, globalen, neuen Herausforderungen keine Fragmentierung der Gesellschaft, sondern wir brauchen Zusammenhalt, einander verstehen, im besten Falle
Verständnis füreinander und die aktive Entscheidung dafür, die Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Und was wäre Dialog ohne Kultur? Deshalb steht über der dritten Säule des Zukunftszentrums das Wort Kulturzentrum. Wer eine Ahnung davon bekommen will, von welcher Idee wir uns dabei leiten lassen haben, sollte sich das Solidarność-Zentrum in Danzig ansehen. Ständige Ausstellungen und temporäre kulturelle Bildung, künstlerische Auseinandersetzung mit Phänomenen der gesellschaftlichen Transformation, Würdigung gesellschaftlicher und individueller Lebensleistung, Austausch über die geschichtliche Entwicklung bis ins Heute und Ideenentwicklung für das Morgen. Wanderausstellung in die Republik, das ist nur eine unvollständige und kursive Beschreibung. Und trotz der unterschiedlichen Entwicklungen im neuen, größeren Europa haben wir über die Jahre ein gutes, ein neues Europa, ein stärkeres Europa aufgebaut, das sich in Krisen gegenseitig stützt. Und wir erleben seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, wie stark dieses neue Europa trotz der Unterschiedlichkeiten ist. Und wir stehen alle vor großen Herausforderungen. Die nächsten Transformationsprozesse stehen ins Haus. Energie ist dabei ein großes Thema. Die Auswirkungen auf die Automobilindustrie betreffen alle Regionen Europas mit ihren Arbeitsplätzen. Und deshalb lassen Sie uns gute Ideen für ein gutes gemeinsames Morgen entwickeln. Ein Dank noch zum Schluss an alle, die in der Kommission und im Zukunftszentrum mitgearbeitet haben. Als Teil beider Gruppen weiß ich, wie arbeitsaufwendig und intensiv der Prozess war. Mag was. Und eine Entschuldigung an die CDU-CSU-Fraktion. Ich will es hier auch sagen. Sie sind als Koalitionspartner der letzten Legislatur gleichsam Mitgeburtshelfer dieses Zentrum. Das ist mein Versäumnis. Ich habe Sie einfach zu spät eingebunden. Dann hätte es auch ein gemeinsamer Antrag sein können. Ich würde mich aber freuen, wenn wir den Prozess jetzt weiter gemeinsam alle gehen, hier, wenn wir im Plenum und auch im Ausschuss beraten. Vielen Dank. Ja, nämlich der Antrag, den Katrin Budde hier erwähnt, das ist der Antrag der Ampelfraktionen. Aber da die Idee dieses Zukunftszentrums ja aus einer Regierungskommission aus der letzten Legislatur stammte, und die Union daran mitgewirkt hat. Deswegen hier noch mal ja, die verbindenden Worte von Katrin Budde zu Ende. Zum Ende ihrer Rede. So, Jonas Geißler jetzt der Nächste für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Budde, wir bedanken uns gleich am Anfang für das Statement am Schluss, weil wir uns die Einbindung natürlich gewünscht hätten. Weil es ein gemeinsames Projekt ist. Es ist ein gemeinsames Projekt der vergangenen Bundesregierung, was es jetzt gilt, in die Zukunft fortzuführen. Und ich glaube, es ist auch ein gemeinsames Projekt, das Ost und West miteinander verbindet, genau so, wie Sie das dargestellt haben, weil es ein Projekt ist, wo es einfach um Vertrauen geht. Mein Wahlkreis Coburg-Kronach-Geroldsgrün liegt im Norden Bayerns, direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Ich bin jetzt ein, sagen wir mal, Kind der Wiedervereinigung in Anführungszeichen. Ich kann mich an die Trennung nur als Kleinkind erinnern, aber ich habe den Einigungsprozess erlebt. Und zwar genau mit dem Blickwinkel, der uns in der Grenzregion jeden Tag aufs Neue beschäftigt hat. Weil wir erlebt haben, wie die Menschen in Ostdeutschland arbeitslos geworden sind, weil wir erlebt haben, wie Demografie eine Region beeinflusst, weil wir erlebt haben, dass es auch Auswirkungen auf das nördliche Bayern hatte, weil wir erlebt haben, dass Grenzen weggefallen sind und dass Freundschaften entstanden sind auf beiden Seiten der Grenze. Ich war am vergangenen Sonntag beim Oberfränkischen Bezirksschützentag. Der hat das erste Mal stattgefunden, nicht in Nordbayern, sondern in Südthüringen, und zwar in Sonneberg, unter dem Stichwort Schützen überwinden Grenzen. War eine tolle Veranstaltung, die sich in einer Tradition wiedergefunden hat, die wir auf fränkischer Seite ein paar Jahre vorher angefangen haben, nämlich dass wir den Tag der Franken auch zum ersten Mal in Thüringen veranstaltet haben. Vor dem Bewusstsein, dass Franken nicht an den bayerischen Landesgrenzen endet, sondern dass es eben auch einen fränkischen Teil Thüringens gibt. Das ist genau das, was uns in der Grenzregion ausmacht, dass man zusammenarbeitet, dass man zusammenlebt und dass man auch gemeinsam Themen setzt. Und ich glaube, im Zukunftszentrum ist auch sowas möglich, weil der Titel an sich, ich muss ehrlich zugeben, als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, er ist ein sehr, sehr sperriger Titel, passt, weil er beschreibt nämlich genau das, worauf es ankommt.
einen unglaublichen Transformationsprozess, eine Zukunftsperspektive und eine deutsche Einheit, die zugleich europäische Einheit ist. Und das muss unser Anspruch für die Zukunft sein, den wir jetzt auch weiterführen. Als am 11. April die Unterzeichner des Briefes mehr die europäische Dimension beim Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit in den Blickwinkel und den Mittelpunkt zu stellen, unterzeichnet haben, hatten sie in vielen Punkten recht, weil wir sehen gerade, dass das, was wir in Deutschland, auf das wir so stolz sein können, im Sinne einer Demokratisierung, im Sinne einer Einheit, die entstanden ist, im Sinne einer Freiheit, auch rückabgewickelt werden kann. Freiheit ist nicht ein Weg, der in eine Richtung geht. Freiheit kann sich auch umkehren. Wenn jemand vor 15 Jahren am Roten Platz in Moskau mit einem Schild gestanden wäre und demonstriert hätte, stünde er da den ganzen Tag. Heute steht er da keine 5 Minuten mehr. Im russischen Parlament wird offen über die Wiedereinführung der Todesstrafe diskutiert. Keiner von uns hätte gedacht, dass ein Land seine Nachbarn überfällt. Und deswegen ist diese europäische Dimension so zentral und auch so wichtig. Und deswegen glaube ich, dass es in dem Fall eben genau nicht darum geht, dass wir eine tributpflichtige Provinz Brüssels sind, wie das die AfD gerade formuliert hat, sondern dass es darum geht, dass wir Europa als Einheit denken, dass wir Europa als Einheit sehen, die für die Demokratie aufsteht, die für die Freiheit eintritt. Und genau das können wir im Zukunftszentrum formulieren, indem wir die Zivilgesellschaft einbinden, indem wir Menschen in beiden Teilen Deutschlands miteinander verbinden, indem wir Menschen in ganz Europa in den Mittelpunkt setzen, indem wir Demokratie stärken, weil das das Zentrale allen unseres Gemeinwesens ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen den Weg mit Ihnen gemeinsam. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wir freuen uns darauf, dass wir die Perspektive des Zukunftszentrums ein bisschen erweitern, denn ich glaube, das ist unser gemeinsamer Anspruch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Jonas Geißler war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und ihm folgt jetzt hier Friedhelm Boginski für die FDP-Fraktion. Er ist auch der Letzte hier in dieser Aussprache. Er kommt übrigens aus Brandenburg. Aus Brandenburg bewirbt sich die Stadt Frankfurt-Oder beispielsweise als Standort für das Zukunftszentrum. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir nach mehr als 30 Jahren über die deutsche Einheit sprechen, klingt das manchmal so, als ob die Wiedervereinigung nach einem bestimmten Zeitraum erreicht wäre oder erreicht sein muss. Aber dem ist nicht so, sondern die Einheit ist das Ziel eines Prozesses, der in der friedlichen Revolution Millionen Menschen im Ostteil der Republik begonnen wurde und am 3. Oktober 1990 ein Zwischenziel erreichte, die staatliche Einheit. Ein Tag der Emotionen, ein Tag der Freude, der Überwindung der SED-Diktatur mit seinem Unterdrückungsapparat. Aber es war auch ein Tag der vielen, vielen individuellen Hoffnungen und Wünsche für eine bessere Zukunft. Und dann prallten die Menschen mit ihren Wünschen unvorbereitet auf die wettbewerbsorientierte Marktwirtschaft. Als ehemaliger Bürgermeister der brandenburgischen Kreisstadt Eberswalde habe ich die Auswirkungen der Einheit selbst erlebt. Eine Stadt, die rund 15.000 Arbeitsplätze und große Betriebe verloren hat. Eine Stadt, die von 53.000 Einwohnern auf 38.000 schrumpfte, weil gut ausgebildete junge Frauen, junge Menschen insgesamt die Stadt verließen. Eine Stadt, die zeitweise in Perspektivlosigkeit abrutschte und rechtsextremistische Gewalttaten zu beklagen hatte. Die Menschen im östlichen Teil der Republik mussten sich den schmerzhaften Entwicklungen und Umbrüchen stellen. Eberswalde hatte auf Bildung, Kultur und Zivilgesellschaft gesetzt und jeden einzelnen Menschen, der sich weiterentwickeln wollte und konnte. Bildung, Kultur und Zivilgesellschaft ist das Grundkonzept, wenn wir heute über das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation sprechen. Die Schaffung dieses Zentrums ist Ausdruck des Willens, die gesellschaftlichen Entwicklungen vor, während und nach den Systemumbrüchen besser zu verstehen und praxisorientierte Lehren daraus zu ziehen.
Was können wir gemeinsam in Deutschland besser machen, aber gleichzeitig auch darauf achten, wie es unseren mittelosteuropäischen Nachbarn in der Transformation ergangen ist und wie wir mit gegenseitigem Verständnis die europäische, freiheitliche, demokratische Zukunft gestalten können? Ein Schlüssel dabei ist die Anerkennung und Wertschätzung jedes einzelnen Menschen und seiner Biografie, aber auch das Vertrauen darauf, mit Bildung, Kultur und einer starken Zivilgesellschaft und mit den Erfahrungen der Vergangenheit die Zukunft erfolgreich zu gestalten. Und jetzt der letzte Satz. Mit dem Zukunftszentrum für Deutschland, Einheit und europäische Transformation schaffen wir hierfür die Grundlage. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brinski. Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung, Tagesordnungspunkt 4a. Wir kommen zu dem Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Drucksache 1857 mit dem Titel Ein Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit schaffen. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Abstimmung in der Sache. Die Fraktion CDU-CSU wünscht Überweisung an den Ausschuss für Kultur und Medien. Nun bin ich gespannt. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Ausschussüberweisung? Das sind die Oppositionsfraktionen CDU-CSU, AfD und Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das sind die Vertreter der Regierungskoalition. Damit ist der Überweisungsantrag abgelehnt. Wir kommen daher zur Abstimmung über den Antrag auf Drucksache 1857 in der Sache. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Antrag bei Enthaltung der Fraktionen AfD und Linke mit den Stimmen der Fraktionen des Hauses angenommen.